Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring Shadow of the Erdtree. Wir sind ja sehr frisch in das DLC hineingestartet. Und wir sehen, ich habe mir hier zwei Markierungen gemacht, zwei Orte, die meiner Meinung nach interessant aussehen. Hier war was Goldschimmerndes und hier, das sieht halt auf der Karte besonders aus. Und ich würde mich gerne einmal mit diesem riesen Feuerding messen. Dafür nutze ich direkt meine Flasche der wundersamen Arznei. Denn wir haben circa 160.000 Runen. Und naja, die jetzt zu verlieren, während der Feuerkollege unser erster Versuch jetzt hier ist. Schauen wir mal. Oh Gott. Okay. Ich sehe, dass man Geisterasche nutzen kann. Ach, die Schande. Okay, das, muss ich noch heraus... What? Oh, lol. Oh, das bedeutet ziemlich sicher der Tod, oder? Ich glaube nicht, dass man da lebend rauskommt. Ja, okay. Also, wenn er einen greift, ist das wohl der ziemlich sichere Tod. Okay. Mit dem Feuer, wie man das auszuweichen hat, muss ich mal schauen. Also, ich denke, Fernkampf ist das Ding ganz gut handelbar. Aber wie das jetzt aussieht vom Nahen, weiß ich nicht. Man kann gegen das Teil Geisterasche nutzen. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt machen möchte jetzt direkt. Aber eigentlich schon. Aber ist mächtig, das Teil. Aber ich denke, es wird auch für Nahkämpfer den ein oder anderen Trick geben, wie man mit dem Kollegen hier umzugehen hat. Ja, ja, okay. Er hat Bock auf uns. Dann schauen wir doch mal. What? Okay. Hübsch, I guess. Oh nein, jetzt beide hier. Okay, ich bin im falschen Moment gesprungen, aber vielleicht könnte das Springen hilfreich sein. Viel Schaden haben wir dem Kollegen noch nicht gemacht. Okay, er macht das wieder. Okay, das war gut. Okay, springen hilft. Aber ich sehe schwarz. Trotzdem muss angreifen. Weil der hält ja ordentlich was aus. Der hält ja echt viel aus. Oh, 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 okay. Man kann ihn aber sehr schnell... wie nennt man das? Ich sag immer stunnen, aber ich weiß nicht. Oh Gott, ich weiß nicht, was es wirklich heißt. Gut, schlecht. Okay. Ich glaube, an dem Kollegen können wir lange sitzen, oder? Oh, da habe ich den Moment nicht getroffen zum Springen. Puh. Das ist schwierig. Noch schwieriger ist es, wenn man sein Pferd nicht schnell genug rufen kann. Ja. Also die Runen haben wir jetzt nicht zurückbekommen. Der Effekt unserer wundersamen Arznei ist abgeklungen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ah nein, okay, never mind. Dann supi. Ich glaube, ich habe mich jetzt ihm schön alleingestellt. Das ist ganz gut gelaufen. Wir machen dem Kollegen nicht viel Schaden. Ich würde mal Geisterasche dazu nehmen, dass wir auch mit Geisterasche mehrere Versuche brauchen, weil ich glaube... Es ist süß, dass man Geisterasche da mitnehmen darf. Aber ich sehe da ein entscheidendes Problem.
Und zwar wird die Geisterasche doch sofort weggebrannt. Ja, genau so. Jetzt kann ich sie nicht mehr nutzen. Ah, jetzt doch. Ja, das ist nicht gut. Ja, das, Wenn ich die rufe, sterbe ich. Ja, guck mal, die Geisterasche ist schon halb tot. Man könnte Latena in der Ferne platzieren, das ist ja eine Idee. Puh, mit dem Feuertypen. Ah, ja, ja, das wird noch sportlich. Aber ich will's. Läuft super. Ach so, oh. Hä? Warum? Ein Moment. Ach, es ist alles gerade cursed. So. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das ohne Pferd machen soll. Weil, wenn ich einmal roll, ich kann nicht so schnell springen, wie das Feuer kommt. Also, der gibt mir gerade noch viele Rätsel auf. Mit dem Pferd habe ich wenigstens gesehen, wie ich ausweichen kann. Das Pferd hat halt diesen doppelten Sprung, wenn dieses Feuer kommt. Aber ohne Pferd ist mir das jetzt auch noch nicht so klar. Die Mission, überhaupt Geisterasche mal gespawnt zu bekommen, ist ja schon sportlich. Das trinke ich wieder. Dann schauen wir nochmal. So, jetzt aber. Athena, das ist der Feind. Sie ihn treffen. Oh. Hä? Also ich sehe nicht, wie wir das bewerkstelligen sollen. Oh, da despawnt Latena. Latena kann ihn gerade gar nicht treffen, oder? Ah doch, sie trifft ihn. Boah, aber sie macht ja basically keinen Schaden. Trifft Latena ihn? Das ist gar nicht gut gewesen. Ich glaube, ich komme leider um Fernkampf bei dem Kollegen nicht rum. Wir machen dem aber auch einen Schaden. Ich habe auf Springen gedrückt. Zu früh? Nein, okay. Latena, du darfst ihn gerne treffen. Ich weiß noch nicht, ob Latena die beste Wahl ist. Jetzt haben wir wieder das erreicht. So viel Leben, ne?
Unfassbar. Okay, da waren wir zu nah. Okay, vielleicht kann ich jetzt an sein Gesicht. Oh shit. Okay, ich sehe jetzt, wie man den bekämpfen kann. Das Motto lautet Beharrlichkeit! Zu früh. Oh, zum Glück haben wir es trotzdem geschafft. Nein! Mach das jetzt schneller, ne? Da hatte ich jetzt Angst. Wahrscheinlich auch zu Recht. Oh, ich bin nicht gesprungen. Das war mein Fehler, falsche Taste gedrückt. Oh, ist Latena despawned oder ist sie gestorben? Habe ich nicht so mitbekommen. Oh, das macht er zweimal hintereinander. Das ist ein überaus langer Kampf, ne? Ich glaube leider, dass wir den jetzt nicht mehr schaffen. Aber der Versuch war super und vor allem super lang. Es lief jetzt deutlich besser. Ich würde versuchen, eine andere Geisterasche zu rufen. Und dann besser spielen. Ach, aber das dauert unfassbar lange, dieser Kampf.
Oh, nicht getroffen. Im falschen Moment. Ich glaube, Geisterasche bringt einem hier in diesem Kampf nicht besonders viel. Konzentration ist jetzt gefragt. Oh. Sehr schön. Das nächste Mal. Okay. Oh, meine Ausdauer. Puh, das war eigentlich zu früh. Jo. Okay, Leute, ich habe schon deutlich mehr Tränke. Dass das Ganze schon um einiges besser macht. Boah, ich bin mega konzentriert, merkt ihr das? Oh, da habe ich aber jetzt Angst bekommen. Oh, mal Ausdauer! Oh. Das ist by far der tödlichste Angriff. Kommt jetzt noch mal? Ja. Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Wo ist dein Kopf? Wo ist dein... Da. Stirbst du? Oh! Ja! Viele Runen hat er nicht gegeben, möchte ich einmal sagen. Ne? Mit 200.000 Runen. Aber es gab eine Belohnung. Belohnung. Eine Belohnung, die mir noch nicht bekannt ist. Abwehrende Bleiträne verstärkt in Arzneigemisch spontane Abwehr. Was?
Eine Kristallträne, die langsam im Lauf vieler Zeitalter dort heranwuchs, wo sich das Harz des Skadubaums tief im Ofengolem sammelt, kann in einer Flasche der wundersamen Arznei gemischt werden. Das resultierende Gemisch verstärkt kurz die spontane Abwehr, was auch immer die spontane Abwehr ist. Schadensresistenz und Abwehrgleichgewicht werden sofort nach Einnehmen einer Abwehrhaltung erhöht. Wird eine spontane Abwehr erfolgreich ausgeführt, werden zudem Abwehrkonter verstärkt. Also muss ich parieren dafür? Okay. Ofengesicht. Eine kleinere Nachahmung des Gesichts des Ofengolems. Material zur Herstellung von Objekten findet man immer seltener. Eine von gekräuselten Hörnern umgebene Steinmaske, die den gefallenen Gott des Feuers zeigt, der die Sagen der Hornherolde heimsucht. Mit den Hörnern haben wir jetzt hier schon mehrere Motive auch gesehen. Bin mal gespannt, ob der neu spawnt. Es gab ja jetzt auch interessante Belohnungen, sage ich jetzt mal dafür. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er nicht neu spawnt, dass er dann als besiegt zählt. Aber zu 100% sicher bin ich mir nicht. So, das Teil hier, das fand ich interessant. Das wollte ich gerne einmal einsammeln. Okay, dafür muss man aber runter. So. Segen des Skadubaums. Skadubaum-Fragmente findet man im Reich der Schatten überall. Konsumiert sie an Orten der Gnade, um euren Segen des Skadubaums zu verstärken. Der Segen des Skadubaums steigert die Fähigkeit des Empfängers, Schaden zu verursachen und zu widerstehen, hat aber außerhalb des Reiches der Schatten keine Auswirkung. Ein bisschen wie ein Stufenaufstieg, oder wie? Naja, gut, okay. Lesen wir uns gleich durch und das hier, das scheint ja auffällig zu sein. Geschnitzte Worte wachsen zusammen. Hier lasse ich das erste Fleisch meines Körpers zurück. Hat das jetzt eine Auswirkung, dass ich das berührt habe? Himmlische Blutknospe. Ich sehe die zwei Leute, keine Sorge, ich werde die gleich ansprechen. Aber erstmal. Ein Splitter des Skadubaums, der große Brillanz enthält, kann in der Kirche von Marika und an anderen Orten im Reich der Schatten gefunden werden. Kirche von Marika war das ja jetzt hier nicht. Konsumiert sie an einem Ort der Gnade, das hatten wir. Man sagt, wenn der Skadubaum vom Kern aus zerbricht, verteilt er sich über das gesamte Reich der Schatten. Das Volk des Erdenbaums sammelt die Splitter und nutzt sie in Gebeten. Ja, dann haben wir das hier. Ach, das ist einfach eine Erklärung. Okay, ich wollte gerade sagen, hä? Okay, die Erklärung haben wir im Inventar, okay. Und die himmlische Blutknospe. Eine junge Schote voller himmlischem Blut. Warum auch immer. Findet man immer seltener. Soll dort wachsen, wo sich das goldene Blut Mikellas des Verwundeten sammelte. Mikella des Verwundeten. Okay, der Beiname lässt aufhorchen. Hier rein sieht übel cool aus. Ich wollte aber da hinten noch hin. Also es gibt hier so viel zu entdecken. Da ist eine Brücke. Cool, 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 cool. Erstmal du. Siehst eklig aus. Fie, another. Treading the heels of Mikella. Then, as that woman would surely say, we are in our purposes well aligned. But understand. Your kind are not forgiven. The Earth Tree is my people's enemy. By Marika long betrayed. Set aflame. I believe Mikela's apologies. When he says our delivery will come. But never will I see your kind as worthy. Also hat er was gegen Befleckte? Er ist jetzt kein Befleckter, oder? Als was haben wir ihn zu betrachten? And yet my oath I cannot overlook. If Mikella it is whom you would seek, then comrade, allow me to give you this. These are the sites of the crosses I found. I urge you, follow after Mikella. As long as you abide by his footfalls, you will be no enemy to me. Mit Kreuz markierte Karte. Karte mit Kreuzstätten erhalten. Ihr findet sie im Inventar. Okay, das ist jetzt eine Orientierung, oder?
Karte, die die Standorte von goldenen Kreuzen zeigt, untersuchen mit X. Eine simple von einem Hornherold. Ah, okay, er ist wirklich ein anderer. Okay, Hornherold. Das ist ein Hornherold. Mhm, okay. Aufgezeichnete Karte. Oh, das, viele Kreuze sind das ja jetzt nicht, ne? Aber vielleicht gibt er uns nach und nach neue. Mit den Standorten goldener Kreuze markiert. Das Kreuz steht für Mikelas Fußspuren. Vor der... Nee, ich muss das richtig deuten. Näher ran kann ich da, glaube ich, nicht zoomen. Glaube ich. Egal. Da ist ein Tor. Und ich glaube, das, was wir jetzt auf der Karte sehen können, das mittlere der Kreuze ist, glaube ich, das, wo wir jetzt sind. Und dann müssen wir einmal rein, nach links. So. Und dann über die Brücke. Das wäre jetzt, wie ich das deuten würde. Ich kann aber auch nochmal unsere Karte zu Rate ziehen. Ja, das ist schon sehr nah an der Brücke. Das scheint das mittlere zu sein. Das scheint dann wohl hier irgendwie eine Festung zu sein. Das scheint das andere zu sein nach der Brücke. Could be. I don't know. Ja, dann reden wir nochmal mit dir. Wir sehen uns wieder. Nee, dich kennen wir noch nicht. Du bist nicht... Warte, wie hieß die Person? Lada? Ah, Lady Leda spoke of you. Leda. Tarnished. Guided here by kindly Mikela. Won't we all? I am Freya. I once fought alongside General Radahn. Ooh. In battle, you can be sure I'll hold my own. Oh, another thing. Did you speak to our dour little friend? If you've yet to do so, have him give you a map of the cross's whereabouts. You'll find more of them dotted about these lands. They are Mikela the Kind's footprints. Ja, keine Sorge, mit dem habe ich schon geredet. Ja, okay. Okay, cool. Das ist jetzt das, was ich ein bisschen gefordert hatte, so ein bisschen ein an die Hand nehmen, ne? Dass man so ein bisschen Orientierung hat. Aber ich meine, wir werden eh ein bisschen frei nach Schnauze hier rumlatschen, ne? So, Segen des Schattenreichs. Wer weiß also nicht, inwiefern wir jetzt stärker sind. Unsere Sachen sind jetzt gelb markiert. Okay. Das überfordert mich jetzt, inwiefern wir besser geworden sind, aber... okay. Wir brauchen 30.000 Runen zum Aufsteigen. Ich weiß, wir sind eh schon stark, ne? Aber ich will nicht mit 200.000 Runen hier rumlaufen. So, das sind 10.000. Das sind auch 10.000. Ja, nehmen wir doch mal diese 10.000. Könnte sein, dass wir irgendwie so 100 Runen zu wenig haben. Weil ich weiß nicht, wie viel bei 230.000 das jetzt genau war. Jo, 500 Runen circa fehlen uns. Bisschen mehr. Ja, komm, ich nehme einfach die. So, dann fühle ich mich ein bisschen wohler, wenn ich nicht mit so viel hier rumlatsch. Stufenaufstieg. Ich... Ja, was verstärke ich denn mal? Was bringt das? Das bringt mir nur wirklich magischen Schaden mehr. Naja, okay. Ich würde dann noch ins Geschick gehen, das auf 60 bringen. Unser Bluthund Reissan skaliert ja gerade mit Geschick und Stärke, deswegen. Noch haben wir ja keine neue Waffe. Ja, da rein will ich nicht. Ich habe ja noch einen anderen Ort markiert. Hier würde ich noch so ein bisschen das abgrasen. Rote Mähne, Freya und Hornherold. Der heißt auch wirklich nur Hornherold, okay? Ich meine, ja, er hat sich auch nicht mit einem Namen jetzt vorgestellt, das muss man jetzt auch sagen. Ich sehe keinen neuen Feuerkelch übrigens. Wie rede ich denn gerade? Übrigens, wir haben ja sogar einen Namen für den bekommen. Ein Feuergolem. Macht ja auch Sinn.
Hier sind noch mehr von den kleinen Vögeln. Ich nenne sie erstmal Archaeopteryxe. Immer wenn hier diese Statuen auch von den kleinen Archaeopteryxen sind, der Name macht es nicht leichter, nicht aufmerksam. Hier Säulen und so, ja, oh. Oh, was störe ich denn hier für eine Versammlung? Guten Tag. Seid ihr feindlich gesinnt? Okay, ihr seid... okay. Ihr seid feindlich gesinnt. Ich vermute irgendeine Zeremonie oder sowas. Und den habe ich jetzt aber gewonnen. Okay. Ja, da scheint es ein Item zu geben. Okay. Also war dies in der Tat ein auffälliger Ort auf der Karte. So. Erledigt. Okay, da hinten ist eine Ziege oder ein Schaf. Was auch immer. So, lass uns sehen. Rückhandklinge. Ist das jetzt eine Waffe, die ich haben möchte? Geschwungene Klinge mit Rückhandgriff. Eine Waffenart, die seit Generationen von Hornherolden geführt wird. Der Kampfstil, der mit dieser Waffe zusammenhängt, zeichnet sich durch Wirbelhiebe und furchtbare Stoßangriffe aus. Talent, toter Winkel. Springt in die Nähe des Gegners und nutzt seinen toten Winkel aus, um ihn von der Seite zu verstümmeln. Das ist aber eine Beschreibung hier, hui. Die Eingaben bestimmen, von welcher Seite ihr zu... Ist das ein Übersetzungsfehler? Von welcher Seite ihr zuschlagen? Ihr zuschlagt oder zuschlägt? Zuschlagt müsste es heißen. Stimmt, von welcher Seite ihr zuschlagt? Nee, das ist ein Fehler. Sag mal! Du! Dieser Angriff schlüpft unter der gegnerischen Deckung hindurch. Will ich das ausprobieren? Will ich das ausprobieren? Ich will neue Sachen ausprobieren, aber ich darf auch nicht zu wählerisch sein. Mann! Warum habe ich hier überhaupt Großpfeile ausgerüstet? Das macht gar keinen Sinn. Ich schieße mit nichts. So geht's schneller. So. Mist, das sind viel zu viele, die ich zur Auswahl habe. Was ist das denn? Feuermilchprälaten. Sind das die auch aus meiner Truhe? Kann ich von hier aus auch auf meiner Truhe... Ich habe doch mal alles in eine Truhe gepackt. Siegel des Riesen. Ja, okay, das hatte ich nicht in eine Truhe gepackt. Kann ich sortieren? Ja. Erhaltreihenfolge. Perfekt. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass es anders sortiert wird, aber okay. Es ist erstmal natürlich sehr schwach, ist nicht aufgerüstet. Ne? Skaliert aber auch mit Stärke und Geschick. Ist dahingehend für uns natürlich sehr gut. Ich will einfach mal gucken. Ah, okay. Okay, folgendes. Hat mich von der Beschreibung gar nicht angezogen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, also zweihändig scheine ich das Talent nicht nutzen zu können. Aber die Animation ist übel cool. Oh, okay. Okay. Lass uns doch mal hier... Ja, wobei, die rennen mal weg. Also, ich bin ein kleines bisschen verliebt. Ich meine, ich kann die ja, wie gesagt, auch einhändig nur tragen. So. Ich hätte gern einen Gegner. Einen nicht zu starken. Also hier so ein Archaeopteryx hätte ich jetzt ungern. Da, die da vorne. Rüste ich die auf? Die sind schon mal cool.
Ich habe so viele Schmiedesteine. Ich glaube, das ist nicht schlimm, wenn ich mal Sachen einfach aufrüste. Ah, ich habe vergessen, dass ich es jetzt nicht mehr zweihändig ausgerüstet habe. Okay, einhändig finde ich's lala. Wenn ich ehrlich bin. So. Okay, never mind. Was? Ist das cool? Ich rüste die auf. Oh, okay, da habe ich nicht getroffen mit dem Talent. Lol, ist das cool? Okay, nein, ich rüste die auf. Und dann probieren wir ein bisschen hier mit rum. Dann ist das erstmal unsere Waffe. Der Bluthund-Reißzahn hat ausgedient. Bis wir eine andere Waffe mal ausprobieren, das ist erstmal die Waffe, mit der wir rumprobieren. Bei besonders schweren Gegner werde ich einfach aus Gewohnheit dann den Bluthund-Reißzahn nehmen, wenn ich nicht klarkomme. So. Aber ich weiß, meine ich. So, hier waren wir jetzt. Hier hinten würde ich auch noch gerne lang. Und ich will hier noch hoch, aber ich weiß noch nicht wie. Ja, das schaue ich gleich. Ich meine, mir wurde gesagt, man... Nee, das ist nicht, was ich möchte. Genau. Man kann seine Sachen nur aufrüsten, hier immer noch bei der Tafel der Gnade. Deswegen, ja, gehe ich da mal hin. Bei Hugh hieß der Schmied. Ja. Mach ich mal. Nee, aber die finde ich ganz cool. Also am besten finde ich sie... Ah, kann ich gerade nicht machen. Zweihändig tatsächlich noch. Das fühle ich noch mit am meisten. Warum ich jetzt hier reingerannt bin, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Was ich mir jetzt da erhofft habe. Aber egal. So. Wir rüsten das mal auf. Ich habe wahrscheinlich nicht genug Runen und werde Runen einlösen müssen, aber das ist ja nicht schlimm. So. Die Rückhandklinge. Jo. Ach, unseren Talisman kann ich eigentlich auch mal weiter aufwerten, ne? Naja, erstmal das hier. Oh, zusätzliche Objekte benötigt. So viel zu, ich habe so viele Schmiedesteine. Ups. Ich meine... Ich hoffe, wir kriegen auch neue Geisterasche. Hätte ich so Bock drauf. Ich hatte eine Klangperle, wo man Schmiedesteine kaufen konnte. Ach, das sind seid doch ihr. Ups. Ich habe keine Klangperle anbieten. Oh ja, Commons. Ja, okay. So, ja. Wir kaufen. Ja, guck mal hier. Ich glaube, die hier brauchte ich. So, und jetzt kann ich euch schon versichern, dass ich Runen brauche. So. Dann gehen wir nochmal hier zu unserem Lieblingsschmied. Andere Seite wäre, glaube ich, kürzer gewesen zu laufen. Egal, irgendwann finde ich mich in dieser Tafel der Gnade noch zurecht. Hallöchen. Ich glaube, ich habe jetzt... Schmiedestein 3. Schmiedestein 3 fehlt. Ah, sorry, das jetzt kostet ein bisschen Zeit. Ein bisschen langweilig. Ihr könnt ja durchs Video skippen, sobald wir diesen Ort hier wieder verlassen haben, falls euch das hier nicht interessiert. Ich freue mich natürlich, wenn ihr euch das anschaut. Bessere Watchtime ist natürlich immer gut für mich. Hehe. Und vielleicht seht ihr, dass ich hier irgendeinen Quatsch mache und könnt mir dann Tipps geben. So, Schmiedestein 3 hat gefehlt. Oh, wow, hiervon kann man aber echt viele kaufen. Ja, jetzt habe ich wieder sehr viel eingekauft. Und brauche aber auch wieder Runen.
Ich nutze mal erstmal nur die. Wenn ich danach noch mehr brauche, kann ich ja immer noch welche einlösen. Na, ich will ja nicht hier wieder künstlich erzeugen, dass ich zu viele Runen habe und mich dann unwohl fühle, die zu verlieren. So. Kollege, jetzt kann ich aber das aufrüsten. Ja, ja. Schaut euch das an. Und weiter geht's nicht. Warte, was fehlt? Einfach nur Ruhm. Ja, ey, komm, gib ihm. In meinem DLC werden wir ja auch noch Schmiedesteine finden. So, Auswahl nutzen. Das sollte reichen. Ich glaube, weniger hat's auch getan. Bin mir jetzt aber nicht zu 100% sicher. Nö, ja, war gut. Nee, war eigentlich genau richtig. Warte, man kann das noch weiter aufrüsten? Bis wie viel kann man das noch aufrüsten? Ich dachte 20. Ah nee, die hat schon alleine 24. Ja, Leute. Ich finde die Waffe cool. Ihr könnt jetzt sagen, das ist dämlich, Schmiedesteine so wegzuwerfen. Ich akzeptiere das. Und ihr habt wahrscheinlich recht. Ich bin halt einfach ein blutiger Anfänger und ich werde nachher vielleicht irgendwo zu wenig Schmiedesteine haben und mich des Todes ärgern, ja? Aber das ist jetzt eine Erfahrung, die ich machen muss. Ups. Und damit ist sie komplett hochgerüstet. So. 25 ist das höchste, okay. Ja, ich habe so einen uralten irgendwas Schmiedestein da verwendet. Ich würde tatsächlich hier einmal die Wölfe entfernen. Ich weiß, wir hatten eine tolle Zeit mit den Wölfen. Aber sie, so stark sind sie nicht, ne? Wir brauchen die nicht mehr. So. Dann würde ich hier was Neues gern hinpacken. Ich dachte, ich kann hier so Zeugs hinpacken. Muss ich mal schauen. Inventar. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das? Hä? Ich bin bescheuert? Ach, ich muss weiter hoch. Ich muss nur hochscrollen. Ah, Idiot. Dann nehmen wir doch nochmal. Das könnte gut sein. Ach komm, wir schaffen Platz für die Regenbogensteine. Die werde ich bestimmt jetzt noch ein paar Mal nutzen. So. Dann denke ich, dass wir wieder zurück ins Schattenreich können. Und dann spaziere ich hier mal ein bisschen entlang. Und schau mal, ob ich hier vielleicht hochkomme. Aber wenn ich hier mal so schaue, ne? Das sieht mir nicht so aus, als käme man von hier aus hier hoch. Aber vielleicht ist hier irgendwo so eine Springquelle fürs Pferd. So. Ich schaue mich mal um. So. Okay. Also erstmal ganz wichtig auch. Zweihändig ausrüsten. Und dann schauen wir mal, ob wir hier was finden, was uns hilft. Aber, ich glaube, irgendein Vogel ist auf mich aufmerksam geworden. Sieht schlecht aus, ne? Nein, komm, du schaffst das. Ja, da kommen auch jetzt wieder Vögel auf uns zu. Das sieht mir nicht aus, als wenn ich hier hoch kann. Ja, runter. Mich nur immer weiter runter. Das nehme ich mit. Okay, wir können die andere Seite dann gleich sonst noch ausprobieren. Aber ich weiß halt nicht, was gleich hier durchs Tor ist. Ich tippe mal, man kommt hier dann einfach hier hin. Von hier aus sieht es jetzt auch nicht so aus, als wenn man da hochkommt.
Ich würde mal hier von hier aus in die andere Richtung reiten. Mal schauen. Sonst lasse ich das offen für später. Ich denke, wir werden noch einen Weg dahin finden. Wie sieht denn der Himmel jetzt aus? Wow. Also theoretisch, ich muss ja immer ein Thumbnail finden, ne? Wahrscheinlich wird hier das Thumbnail eher sich um diesen Feuergolem drehen. Ich hatte von der ersten Folge, also von der letzten, hatte ich als Thumbnail quasi diesen Blick auf diesen Skadu-Baum. aber hier mit dieser roten Sonnenuntergang, Sonnenaufgangsbeleuchtung, boah, ist schon hübsch. Gefällt mir. Aber jetzt, warum man das hier als Thumbnail gut verwenden könnte, einmal kurz Blick in mein Gehirn. Jetzt sieht man unsere neuen Schwerter. Das ist quasi so ein Teaser schon mal auf dem Bild. Man hat immer sehr viel auch den Bluthund-Reißzahn gesehen. Da sieht man dann, hui, da wird wohl was Neues genutzt werden. Naja. So, wie sieht's hier aus? Oh! Komm ich von hier? Ich glaube, von hier kamen wir, oder? Ich meine, das war so. Ja. So, und hier drin erwarte ich, dass wir von hier aus hochkommen. Das wäre ja auch witzig. Aber nee, aber ich sehe da auf jeden Fall schon ein Item. Also irgendwie kommt man dahin. No shit, Sherlock. Aber das werde ich noch herausfinden müssen. Das werde ich noch herausfinden müssen. Aber gut, von hier kamen wir. Also reite ich jetzt. Oh, da geht's auch noch runter. Wie tief geht das denn hier? Wie viele Ebenen hatten das? Das war jetzt ein bisschen peinlich. Aber wir haben die Erkenntnis gewonnen, dass ist hier sehr runter. Ja, so ein bisschen kann man das erahnen, aber wie groß das dann nachher ist und was das für eine Tragweite hat, da können wir nicht so wirklich sehen, ne? Mensch, da ist ja noch so ein Feuergolem. Mit denen habe ich erstmal genug gekuschelt. Das war ja auch ein ganz schön langer Kampf, ne? Okay, wow, hier geht's ja ganz schön runter. Aber auch hier stellt sich am Ende wieder die Frage, wie kommen wir sicher dahin? Das ist... Oh, ich sehe hier auch was Spannendes. Das sieht aus wie ein Einschlagort, ja. Wenn ich das von hier aus auch mir anschaue. Sieht aus, als wäre da auch so ein Komet eingeschlagen. Ich erwarte jetzt einfach mal auch wieder irgendwie so eine Sternfallbestie oder sowas. Oh, jetzt verdunkelt es sich hier aber ganz schön, ne? Naja. Ich bin null zusammengezuckt. Was war das denn jetzt für ein Geräusch? Okay, Herz, beruhig dich. Okay, hier geht's auf jeden Fall eine Ebene tiefer. Will ich jetzt schon hier unten hin? Sicheren Punkt zum Runtergehen habe ich noch nicht gefunden. Haha. Flugfeder. Drache voran. Hä? Ich hoffe, da unten. Aus Versehen Online-Nachricht angeklickt und sofort. Drache voran. Warte, ist damit vielleicht Folgendes gemeint? Könnte ein riesiger Drachenkadaver sein. Oh ja. Ah. Spannend. Spannend, spannend. Vor einem Drachenkadaver per se habe ich erstmal weniger Angst. Aber wenn er nachher auch aufersteht, dann habe ich auf jeden Fall Respekt. Ah, Feuergolem. Ich glaube, die werden wir hier häufiger sehen. Die scheinen ein bisschen wie die
Avatare des Erdenbaums zu funktionieren, hä? Weil die Verbesserung für unsere wundersame Arznei geben. Recht hart sind, sag ich jetzt mal. Also ich fand die schon nicht ohne, ne? Weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier suche. Nicht hiermit auch interagieren? Nee. Okay. Das sieht mir sehr verdächtig aus. Will ich da schon rein? Ach komm. Aber ich würde danach, also ganz im Ernst, ich würde danach doch, ehrlich gesagt, mal auf Mikela Kreuzsuche gehen, hier dann irgendwie lang. Ja. Okay, da vorne brennt, leuchtet irgendwas. Ich denke, hier wird ein auch guter Kampf kommen. Das sieht ja auch schon sehr, ja, danach aus. Was bist du? Okay. Bist du ein Gegner oder? Also, es kam mir jetzt so vor, als würden diese Schwerter weniger Schaden machen als mein Bluthundreißzahn. Aber ich glaube, man kann halt deutlich mehr Angriffe hintereinander rauskriegen. Ich glaube, das ist dann ein bisschen, wie das ausbalanciert wurde. Ja, ich gehe jetzt hier schon wieder hoch, aber ich habe irgendwie das Bedürfnis gehabt, hier nachzusehen. Ah, eher Feind als Freund, ja. Boah, das fühlt sich so cool an. Diese Schwerter. Mann, und ich war erst so skeptisch, ob ich die ausprobieren soll. Bin froh, dass ich es getan habe. Bisher fühlen sie sich ganz cool an. Gut, hier gab es jetzt einen Pilz. Aber sonst war das jetzt ja nicht sonderlich spannend. Ist hier wirklich deutlich unspannender, als ich gedacht hätte. Aber komm, ich schinde jetzt keine Zeit. Schwarzer Feuerfalter, okay. Pfeil. Schauen jetzt, was es hiermit auf sich hat. Es ist kein Ort der Gnade in der Nähe, ne? Natürlich auch ein bisschen verdächtig. Dass ich jetzt noch keinen wieder gesehen habe. Das scheint mir ein Lager zu sein. Okay. Oh. Wasser? Habe ich jetzt nicht erwartet. Will ich da rein? Kein Ort der Gnade, ne? Marikas Wahl auch nicht in der Nähe. Also wenn ich hier Runen verliere, dann bleiben die hier liegen. Dann kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Oh Gott. Ich wollte sagen, dann kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Kirche des Trostes. Der ist ja schon weg. Der ist ja schon weg. Habt ihr gesehen, wie cool meine Waffen sind? Habt ihr gesehen, wie cool meine Waffe ist? Ah, das ist einfach der verbesserte Bluthundreißzahn. Also ich glaube, wir haben keinen Blutungsschaden, aber... Oh, noch so ein Skadabu-Baum. Ne? Fragment. Skadu-Baum, so. Ja komm, bist du ein Feini? Ein toter Feini. Was wackelt denn hier so? Okay. Ja, hier kann ich meine Geisterasche nicht mehr nutzen. Nicht weiter tragisch, aber es wundert mich, dass hier kein Ort der Gnade in der Nähe ist. Haben die hier weniger Orte der Gnade, um damit das schwerer zu machen? Hm. Ey, Kollege, du siehst... Oh Gott, der wird töten. Ah, ich hab Bauwau nicht gesehen. Ich glaube, auf dem Pferd ist es deutlich angenehmer. Aber
Wir stellen uns der Gefahr. Müssen wir schauen. Ah nee, das blockt. Ja, du bist cool. Ich bin aber auch cool. Ich bin auch cool. Ja, sag ich doch. Schmiedesteine, ja, schaut mal. Gerade Schmiedesteine schön eingekauft und verwendet. Dann zack, kriegen wir die ersetzt. Beziehungsweise wir hätten sie, wenn wir keine gehabt hätten, hier auch bekommen. Ja, Spirale. Aha. Ich frage mich auch, warum baut ihr ein Zelt um einen herum? Warum liegt hier so einer so rum? Also. Aha. Ihr seid komische Leute. So, hier was Schönes. Ne? Mach einfach nur alles kaputt. Ich könnte mir jetzt hier hinten einen Ort der Gnade suchen. Später zurückkommen. Hier wird doch irgendwo einer sein. Blume voraus. Ich habe das Gefühl, hier wartet der Tod auf mich. Keine Schlachtfrau. Ach komm, ist egal. Ah. Nee, okay. Ich kann durch den Wasserfall durch. Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass diese Wassermengen mir auf jeden Fall Schaden machen. Auf so einer. Ja, also, ich weiß nicht, Wasserfälle sind ja auch gefährlich, ne? Wenn man mit was für einer Kraft da Wasser auf dich klatscht, ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, oder? Na ja, gut, ich würde ja trotzdem immer noch gerne den Ort der Gnade sammeln. Kirche des Trostes. Ja. Sonderlich getröstet habe ich mich jetzt nicht gefühlt. Aber das kommt vielleicht noch. Oh, hier scheint ein krasses Objekt zu sein. Alter, ich kann so schnell zuschlagen damit, ne? Das ist ja unlustig. Segen von Marika. Die Leute sind hier wirklich ein bisschen träge. Die scheinen ein bisschen Trost zu brauchen. Ja. Erstens, gebt auf. Nee. Ach, guck mal. Folge der Online-Nacht. Ach nee. Immer noch kein Tunnel. Ja. Ich hätte jetzt auch erwartet, dass es hier weitergeht, aber... Scheinbar nicht. Ich meine, ist jetzt auch nicht schlimm. Dann macht es auch Sinn, warum es hier keinen Ort der Gnade gibt, weil ich sag mal, von hier bis hier war jetzt auch nicht so wirklich Gefahr, ne? Es ist okay. Ja, dann würde ich sagen, war das hier eine schöne Erkundung. Hat mir gefallen. Hallo? Dann würde ich gerne Mikaelas kreuzen. Nachgehen. Ich meine, wir haben hier super viel noch zu erkunden, denke ich. Aber ich würde gerne durch diesen Tunnel. Der interessiert mich unfassbar. So, also. Oh, ich glaube, mein Tee ist kalt geworden. Mhm. Kalter Kamillentee ist jetzt nicht so das Leckerste, ne? Ich sag mal, so ein Früchtetee oder sowas kann man sich kalt genehmigen, aber. Ja. Kamille jetzt nicht so, ne? Naja. Okay, geht's? Nein, ich wollte in den Tunnel. Lass mich in den Tunnel. Nicht auf Abwege. Nicht auf Abwege. Ein bisschen muss ich, konzentriert bleiben. Nur ein bisschen. Okay, das hier sind ja recht leichte Gegner. Oh. Die machen auch ein cooles Schwunggeräusch. Habt ihr das schon gehört? Tschu, tschu. Tschu, tschu, tschu. Tschu. Sorry. Ich mag die Schwerter. Oder das Schwert, aber wir haben es ja jetzt zweimalig ausgerüstet. Also beidhändig, sagt man auch. Und dann haben wir einfach zwei. Finde ich wirklich cool.
Ah, oh, hätte ja ein Tunnel sein können, ich wüsste nicht warum. So eine versteckte Höhle oder so. Aber hätte ja sein können. So, ich störe euch mal beim Beten, ne? Wenn ihr für einen Tod gebeten habt, hallo. Ich erfülle eure Gebete. Wenn ihr für ein schönes Leben gebeten habt, dann, ja, sind eure Gebete nicht in Erfüllung gegangen, ne? Das tut mir leid. Dann müsstet ihr mich ziemlich hassen. So. Ich weiß, ich muss jetzt gleich auch mal ausmachen. Die Folge hat eine gewisse Länge erreicht. Ich will ja die Folgen hier auch ein bisschen schon länger gestalten, ne? Okay, wenn gleich keiner mehr hier sauer auf mich ist, schaue ich nochmal eben kurz auf die Karte. Ich würde halt gerne auch einen neuen Ort der Gnade am liebsten entdecken und so dann beenden. Ach Mensch, ist da ja auch. Okay, ja. So. Oh, oh, oh! Ja, hör mal. Ja, hör mal. Das sieht doch vielversprechend aus. Ich weiß nicht, wohin wir da kommen. Oh, boah. Boah? Boah, sieht vielversprechend aus. Wisst ihr was? Vielleicht hilft mir das, ne? Einfach mal markieren wir das. Hilft mir das? Ich hoffe. Okay. Da schauen wir mal beim nächsten Mal, dass wir da lang gehen und das uns anschauen. Okay, das ist schon mal cool. Das ist schon mal cool. Ah, so. Aber ich würde gerne an das Kreuzchen da rankommen. An den Ort der Gnade. Ist hier noch ein Gegner? Da steht jemand. Da stehen zwei. Ich weiß nicht, ob ich hier schon rein möchte, wenn ich ehrlich bin. Wahrscheinlich nicht. Aha. Das ist so die ganze Festung direkt. Ich dachte eigentlich, wir gehen erst nach da. Oh, wobei, es könnte ein abgeschlossener, abgetrennter Bereich sein. Ah. Verlockt, Leute. Ich bin verlockt für alles hier, ey. Okay, das hat nur Runen gegeben, keine Bestienknochen. Ja, komm. So, erstmal berühren. Geschnitzte Worte wachsen zusammen. Hier lasse ich einen Teil des Fleisches meines Körpers zurück. Geschnitzte Worte. Steht da immer das Gleiche? Ich dachte, da steht was Neues. Egal. Skadubaum-Fragment. Ey, Leute, da haben wir schon zwei. Also wir werden hier schön stark entlang gehen. Wer bist du? You must be the Tarnished. I am Ansbach. Formerly in service to Lord Mark. Ach! But now, like you, another soul guided by kindly Mikola. I'm hardly the steady hand I once was. My fighting days are far behind me, which is why I have chosen to dedicate myself to investigation, to discern Tender Mikola's ultimate purpose. I'd rather not volunteer service to a new master, unless I know that I can be of use. Also erstens süß, dass du nur dienen willst, wenn du weißt, dass du von Nutzen bist. Cute. Aber zweitens, ich habe jetzt gelernt, dass Leute, die besonders viel Wissen sich aneignen wollen und Forschung anstellen, in dieser Welt eventuell dir nachher in den Rücken fallen. Ich denke da an Gideon. Deswegen, ich bin dir mal misstrauisch gegenüber, Kollege. Ich hab dich im Blick. May I request oh, ja, wie immer. Mhm, klar. 6 crosses identical to this one have been discovered in these lands. They are akin to Tender Mikola's footprints, or gravestones, which mark what he's left behind. If you discover any more crosses, be certain to tell me. I presume you, too, are keen to know just what kind Mikola is doing here. Ja, okay. If you discover any more, be certain to... I presume you just what... Ja, okay. So, der Banause ist auch noch neu. Hello there. Together... We work together for Mikola the Kind. Many things we have found. Hat eine sehr interessante Art zu sprechen.
Man kann hier Runenbögen kaufen. Aha. Ja, das hier. Ah. Interessiert mich eine Notiz mit wichtigen Informationen. Weitere Details erfahrt ihr nur, wenn ihr wer dafür bezahlt. enthält Informationen zu versiegelten Geisterquellen. Geisterquellen sind die, womit wir hoch können mit dem Pferd? Und dann kann ich mir damit welche schaffen? Ist das gemeint? Ich schau mal. Oh, man kann mit ihm sprechen. I like finding things for you, Lady Letta, her allies, and the forager brute. Things bring joy to all. I like finding for you things. Ja, das ist doch eine schöne Angewohnheit. So, oder ein schönes Anliegen. Dann. Solltet ihr auf eine versiegelte Geisterquelle stoßen, so sucht in der Nähe nach gestapelten Steinen. Werft sie um, dann brecht ihr das Siegel. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich erkenne, wenn etwas versiegelt ist, aber wir können das im Kopf behalten. Vielleicht sehe ich einfach mal gestapelte Steine und dann weiß ich, oh, hier ist vielleicht eine versiegelte Geisterquelle in der Nähe. Und dann, das war neu. Besondere Arznei, die von Marika, der Königin des Erdenbaums, gesegnet wurde. Stellt die LP vollständig wieder her und heilt alle Leiden. Marika hat für Mesmer mehrere dieser Arzneien erschaffen, aber nie wieder. Also packe ich das jetzt einfach, rüste ich das jetzt aus? Okay. Einfach eine einmalige Lebenserfüllung. Okay. Kann man sich aufbewahren dann für den Notfall. Waffe der schwarzen Ritter, die Mesmer dem Fehler dienen. Ah. Großhammer aus schwarzem Stahl mit dekorativen Goldverzierungen. Mit einer Erdenbaumanrufung gesegnet. Weitere heilige Durchflutung verstärkt den Effekt und erhöht die Macht der Waffe deutlich. Abwehrkonter erhöhen die Kraft. Mhm. Also einer von Mesmers Leuten. Mesmer scheint ja jetzt gerade so ein bisschen der Bösewicht zu sein, ne? Aber mit Gut und Böse halte ich mich mal zurück. Wir haben gar keinen Plan. So. Ach, jetzt brauchen wir schon zwei. Ja, okay. Und dann geht das wohl immer so hoch. Nee, man braucht jetzt weiterhin zwei. Okay. Ach, das, da waren wir gerade. Okay, ich weiß noch nicht so richtig, was die machen, was das jetzt bedeutet, wenn wir hier den zweiten Segen haben. Aber ich glaube, wir sind cool. Also stark. Ich glaube, wir sind stark. Also bisher kam ich mir so vor. Will ich jetzt da rein? Will ich erst durch den Tunnel? Oder will ich erst noch das Kreuz, was mir auf der Karte markiert war, was hier hin... geht. Ah, so viele Möglichkeiten. Ich glaube, ich will sogar erst das. Ich glaube, ich will erst das. Das juckt mir in den Fingern. Das juckt mir wirklich tierisch in den Fingern. Ich würde jetzt aber sagen, dass die Folge lang genug ist. Auch sehr, ja, erkenntnisreich. Also, boah, diese Erkundung macht richtig Spaß gerade. Keine Ahnung, gefällt mir richtig gut gerade. Ich hoffe, ihr habt dabei beim Zuschauen genauso viel Spaß. Ich kann das nicht einschätzen. Ich weiß, manche stehen darauf, bei Erkundung zuzuschauen. Andere wollen nur so krasse Kämpfe sehen gegen irgendwelche Bosse. Aber wenn ihr das Erkunden genießt, dann hoffe ich, dass ihr auch sehr viel Spaß hattet. Ich hoffe eh, dass ihr viel Spaß hattet. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.